Hallo, alle ihr da draußen, die abnehmen wollt. Heute möchte ich euch 15 Übungen für die Beine und den Po zeigen. 15 Übungen, aus denen ihr euch das rausnehmen könnt, was ihr persönlich für gut findet, was ihr machen wollt oder auch könnt und könnt damit euer eigenes 5-Minuten-Programm erstellen. Das 5-Minuten-Programm habe ich ja schon mehrfach vorgestellt. Schaut dann halt bei den Videos mal rein, wie das funktioniert. Grob gesagt sind 5 Übungen, eine halbe Minute, die dann einmal komplett wiederholen, dann habt ihr 5 Minuten voll und könnt euch aus allen Übungen das zusammenstellen, was euch am besten gefällt. Ich mache die 15 Übungen hier durch, mache auch beide Seiten, damit ich nicht einseitig heute Nachmittag durchs Leben renne. Und damit werden wir hier an Sportzeit ca. 15 Minuten dafür brauchen. Wer die Muße hat, wer sich das antun möchte, kann natürlich auch komplett genau das ganze Programm durchüben. Und dann tut ihr auch ordentlich was für eure Beine und den Po. Also ich habe hier meinen Küchenwecker schon geholt, den stecke ich mir hier wieder dran. Die ersten 5 Übungen sind im Stehen, danach geht es auf die Matte. Da stelle ich nochmal kurz die Kamera runter, damit ihr das dann hier unten auch sehen könnt. Gut, legen wir los. Ganz zum Anfang machen wir kleine Tippelschritte, damit der Kreislauf ein bisschen gepusht wird auch. Und dass wir in Ballungen kommen und nebenbei werden gleich die Beine ordentlich ausgeschüttelt und aktiviert. Also 30 Sekunden, ich würde sagen, los geht's. Schnelle Tippelschritte, dabei entspannen wir den Rücken, gehen leicht nach vorne und machen ganz schnelle Tippelschritte. Alles schön locker lassen und schwabbelt das ganze Speckchen, Bäckchen. Und 30 Sekunden sind da immer furchtbar lang. Geschafft. Das nächste ist ein Anstoßen, die Knie schön hochziehen, rechts und links. Schön hochziehen. Das nächste ist Vorreiter hochziehen und dann ausstrecken, der Kick nach vorne. Hochziehen, dann ausstrecken. So, da ist der Kreislauf auch schon ein bisschen in Wallung gekommen. Das nächste ist ein tiefer Stand. Füße zeigen nach vorne, Becken ist vorgeschoben und wir gehen tief. Arme könnt ihr wohin auch immer, aber schön tiefer Stand, Becken vorgespannt. Rücken gerade, Schultern runter, nur die Beine. Tiefer Stand aus der Seite, kleine Schrittstellung. Dann das Becken reindrehen, dadurch kommt hinten die Ferse hoch. Könnt ihr leider jetzt nicht sehen, mein Raum ist zu klein. Und wir gehen kerzengerade mit dem Kopf nach unten. Nicht nach vorne, nicht nach hinten, wirklich gerade runter. Dabei knickt das Bein hinten im Knie ein. Runter. Und dann halten. Auch hier wieder das Becken vorne, nicht hinten, richtig vor. Rücken gerade. Und langsam wieder hoch. Andere Seite genau dasselbe. Kurz ausschütteln. Kleine Schrittstellung.
Becken reindrehen, nach vorne gespannt und gerade nach unten. Schön halten. 30 Sekunden sind Gott sei Dank nicht ganz so lang, aber lang genug. Und wieder nach oben. Beine ausschütteln und jetzt geht's nach unten. So, dann nehme ich die Kamera ein Stück mit runter, damit ihr die Matte sehen könnt und mich natürlich auch. So. So, dann gehen wir auf die Matte. Arbeiten wir aus dem Kniestand heraus, nehmen die Arme nach oben, Beine sind schön aufgelegt, Füße flach und gehen mit dem Körper nach hinten, halten hier die Spannung und ziehen uns auch aus dem Bein wieder raus. Auf geht's, langsam das durchführen, da merkt ihr schon die Spannung im Oberschenkel, auch hier ist der Po angespannt, das Becken vorgekippt, dass ihr nicht nach hinten reinfallt. So funktioniert es auch nicht. Da kriegt ihr keine Spannung, sondern schön aus dem Oberschenkel wieder hochziehen. Ihr könnt auch die Arme nach vorne nehmen, wie jeder das gut umsetzen kann. Entspannen. Dann gehen wir in den Kniestand. Und machen so klassische Übungen, die jeder kennt. Das rechte Bein hinten raus und abheben. Auf geht's, 30 Sekunden. Achtet hier dabei auch nicht den Gelenksradius zu überschreiten, also nicht das Becken rauszudrehen. Es geht nur ein paar Grad nach hinten und der Po bleibt schön gerade und dreht sich nicht mit rein. Wenn ihr merkt, es schlagt an, dann ist dort Halt. Nächste ist in gesteigerter Form. Wir nehmen auch das Bein nach hinten, ziehen aber den Fuß ran. Dabei ist der Fuß auch runtergeklappt. Und dann nur hier kleine Bewegungen. Da merkt ihr schön, wie der Po sich anstrengt. Seite. So, die nächste Steigerungsform bzw. Abwandlung ist aus der gestreckten Haltung einfach nur anbeugen und wieder strecken. Auf geht's. Immer schön den Fuß dabei rangezogen lassen.
gleichmäßig atmen. Und natürlich die andere Seite. Genau dasselbe. Das nächste ist nur ein Halten, also nur gestreckt abheben und einfach halten. Wer Probleme mit den Handgelenken hat, kann auf die Finger oder Fäuste machen oder nimmt sich einfach so ein paar Hanteln, wo man festhalten kann. Da geht das auch wunderbar, da kann man sehen, das Handgelenk besser schonen dabei. Und noch die andere Seite. Ich fange schon wieder an zu schwitzen. Und wir gehen in die Seitlage. Stützen uns schön auf, wie jeder mag, entweder so oder so, so wie es sich für euch gut anfühlt. Und wir machen gestrecktes Bein. Nicht ganz ablegen, nur runter und wieder hoch. Und achtet darauf, dass ihr lang gerade liegt. Die Beine nicht nach vorne liegen, sondern wirklich gerade nach unten. Und auch immer schön den Fuß nach vorne zeigen lassen. Andere Seite. Weit. Jeder, der das macht, ist aus dem Gelenk raus. Wirklich das Becken vorne lassen und dann schlägt man hier an. Denn so weit geht das gar nicht vom Gelenk. Zehenspitze zeigt schön nach vorne. Wieder Seitenwechsel. Das nächste ist von oben halten, nach hinten anklappen und wieder vor. Ihr könnt natürlich auch jede Seite durchziehen von Anfang bis Ende, macht dann die andere Seite. Ich mache das jetzt hier im Wechsel, wie ihr halt möchtet. Seite. Legen wir uns mal lang und auch hier nach hinten und strecken. Beim Ausstrecken achtet auch darauf, wirklich einmal richtig auszustrecken, Knie durchstrecken, Oberschenkel kurz anspannen.
das nächste ist, das Knie nach vorne zu ziehen und von hier nach oben zu strecken. Nach vorne und hoch. Los geht's. Fuß C zeigt immer nach vorne. Auch hier schön durchstrecken, wenn ihr oben seid. Es zieht dann richtig schön über den Po und den Oberschenkel. So, andere Seite. Also das sind Übungen für die Beine, für den Po. Merkt ihr schon, wie das reinzieht,